Kleines Vorwort vom Vorwort. Also, ich sitze jetzt hier gerade und schneide das ganze Video zusammen und es dauert und dauert und dauert und ich will einfach viele Informationen reinpacken, dass wen das hier wirklich interessiert, der soll auch Infos kriegen. Ich habe hier Sachen reingeschnitten, mit denen hatte ich schon längst abgeschlossen und die wollte ich gar nicht mehr öffentlich haben. Einfach nur, dass man mal ein bisschen die Story versteht. Da gab es schon mal ein Video, aber ja, wie gesagt, das dauert hier ein bisschen, also nehmt euch ruhig ein bisschen Zeit, wenn euch das interessiert. Ja, also, dann viel Spaß und meine Güte, sitze ich hier schon lange. Haut rein. Hi Leute, das ja, soll kein Rechtfertigungsvideo sein. Ich weiß, meine Frisur sieht auch wieder sehr bescheiden aus. Noch Arbeitsklamotten an. Ja, aber erstmal Intro. Wird ein bisschen privat. Mal gucken. Ja, hi. Also, ich wollte mal ein bisschen über den Kanal sprechen, darüber, dass ich jetzt zurück bin, dass ich aktiv sein möchte und so weiter und so fort. Wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran. Und wenn ihr keinen Bock auf Gelaber habt, dann, ja, ich habe noch genug Videos. Guckt einfach mal. Bis gleich. Ja, also, zum einen, wer mich jetzt ein bisschen kennt, der weiß, ich habe früher Videos mit Maske gemacht. So hat dieser Kanal angefangen. Und so habe ich die ersten 1000 Abos abgegriffen. Alles klar, moin Leute, wir haben ein paar Verrückte gefunden, die wollen was sagen. Über Weltfrieden. Über Weltfrieden, komm mal her. Was bedeutet Weltfrieden für dich? Weltfrieden, das bedeutet, dass es keine Kriege mehr gibt und dass die Menschen gemeinsam zusammen friedlich leben. Und wie kriegst du dadurch Geld? Gar nicht. Brauchst du gar kein Geld? Nö. Solange Weltfrieden, wenn Weltfrieden ist, brauchen wir kein Geld mehr. Habt ihr das gehört? Es war schwarze Komödie mit Philosophie gemischt mit Videos, die mit Musik unterlegt waren und sehr kreativ gehalten. Also man filmt zum Beispiel, wie Autos vorbeifahren, schwarz-weiß alles und dann sehr philosophische Sprüche rund um die Welt, meine Gedanken, meine Ängste und vielleicht auch Sachen, die einen aufbauen, Kraft geben, alles gemischt. Okay.
Ja, dann gab es natürlich noch Sortes Terror TV. Da wurde dann halt über YouTube geredet, was einen aufregt oder über die Politik und was weiß ich. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich rauf hinaus wollte. Es ist eigentlich scheißegal, weil im Moment habe ich mich gerade festgelabert. Meine Wut lässt meinen Körper wieder verkrampfen. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst schon. Ja, einfach ein paar Kommentare schreiben zu den drei Themen. Und das waren einmal der Weltuntergang, dann die Psycho-Scheißpenner und nochmal die Sprache. Ja, ob ihr privat wirklich solche Leute kennt, die so eine Scheiße labern. LOL. Ja, ich kenne wirklich welche, muss ich zugeben. LOL. 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 Was für ein Scheiß. So, und das hat sich dann also ein bisschen vermischt. Also die ersten Abos waren definitiv noch mit Maske, denn ich wollte gar nicht erkannt werden. Ich hatte keinen Bock auf irgendwie, oh, das ist der berühmte Sortes, da hatte ich keinen Bock drauf. Bis heute ist immer noch umstritten, ob Sortes mit Maske wirklich ich bin. Wir werden es niemals herausfinden. Hey, Seron, ja, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass alle denken, dass wir nicht eine Persönlichkeit sind? Die denken, es gibt dich wirklich. Ist ehrlich jetzt, ohne Scheiß. Es gibt mich wirklich, Penner. Aber das ist trotzdem total krank, dass man davon ausgeht, dass es dich gibt. Denn du bist ich, hier drin. Dich gibt es nicht, das weiß ich. Und dann irgendwann ist es ein bisschen übergeschwankt, weil ich einen Film geplant hatte. Und zwar Schergenquest. Der ist jetzt sogar online, könnt ihr euch angucken. Ist ein ganzer Film. Ja, Qualität geht so. Also, ist ein Witzfilm, ne? Und da muss ich natürlich mein Gesicht für zeigen. Wie soll ich sonst schauspielern? Ja, dann hat sich das Ganze immer ein bisschen gebissen, weil, ne, ohne Maske und warum mache ich dann wieder mit Maske, macht keinen Sinn. Und dann ging das immer hin und her. Dann gab es doch das Schergentum. Wer sich da auskennt, so eine kleine Gruppe, die ich gegründet habe. Scherge zu sein bedeutet mehr als nur einer Gruppe anzugehören. Ja, wie soll man sagen? Es ist eine Lebenseinstellung. Eine Scherge kämpft für die Freiheit. Und das autonome Recht. Schergen sind für mich einfach, zum Beispiel, Schergen, es kommt nicht jeder einfach so rein. Ich meine, man muss schon wissen, halt, ja, das müssen gute Leute sein, so ehrliche Leute, immer gut drauf sein. Man muss immer für das Gute oder nach dem Gut streben und das nicht nur für sich selbst, sondern auch für das Schergen tun. Man muss sich halt Grenzen setzen. Das Leben des Schergen ist einfach das Leben des Glücks. Und man hat dafür, oder wir haben dafür eine Formel. Und das ist die Formel der Faust. Wir Schergen kämpfen mit der Faust für die Freiheit. Und zwar heißt Faust in dem Sinne nicht Gewalt, sondern Faust ist die Fünf-Finger-Systematik. Und zwar Einigkeit, Menschlichkeit, Respekt, Stolz und Ehre sind die Waffen Faust. Und dann kam die zweite Epoche, sozusagen. Es gab die Sortes mit Maske-Fans, die gesagt haben, das ist der wahre Kanal, das ist das, was ich sehen möchte. Dann kamen halt die Fans, die halt die witzigeren Videos von mir ohne Maske dann auch toll fanden. Und das war dann halt so die Schergen-Ära. Ja, moin Leute, willkommen bei Sortes TV, mal wieder hier. Da haben wir wieder ihn. Und ja, keine Ahnung, wir sehen uns halt so selten, da dachten wir mal, da labern wir mal. Worüber können wir denn labern? Keine Ahnung, ich will mal was klarstellen. Ich habe hier einige Kommentare gelesen, dass er voll der Rassist ist und so. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber nein, ist er nicht. Kann ich mal bitte eure Karten sehen? Der schätzt da so hin, so mit seinen 1,96 und 170 Kilo. Mal so, ich habe die Karten da hinten in meinem Rucksack, ja? Zeige ich dir gleich. Ja. Okay, ich warte. Erst guten Tag, Sie haben das Scherz schon kennengelernt. Ja, natürlich. Und was halten Sie von dir? Wir waren ja nicht zu übersehen. Ast rein und voll durchgeknallt, aber richtig in Ordnung. Und danach würde ich sagen, die größte Ära war dann das mit dem Drachenlord, dass ich mich um den mal gekümmert habe. Das war ja auch das, was ich vorher gemacht habe, über YouTuber reden, über Sachen reden, die mir nicht gefallen. Aufklärungsarbeit, mehr war das nicht. Der Schokomentarfilm Teil 1. Der kam so gut an. Und ich finde ihn auch selber gut.
dass die Leute mehr wollten und ich dann mehr gemacht habe und dann irgendwie so zum Hater wurde und mich da dann reingefuchst habe, weil ich wollte ja auch wissen, worüber ich rede und habe mich dann informiert und so wird das dann irgendwie immer populärer und mir hat es natürlich auch gefallen, weil so kriege ich Zuschauer, die vielleicht meine anderen Projekte verfolgen, ne, die sich vielleicht für die Comedy-Videos interessieren oder dann auch, was dann kam, halt Yggdrasil. So, warte. Das ist die bezaubernde Mila und mit der zusammen werdet ihr jetzt ganz einfach lernen, wie man ein geniales Bodypeeling selbst macht, ja. Und, weiß nicht, dann müsst ihr euch den Schrott nicht von irgendwelchen Möchtegern-YouTuberinnen kaufen. Ihr macht es einfach selbst und es wirkt. So sieht's aus. Dann erklär mal, was müssen wir denn machen? So, ich gehe jetzt nach Hause, ich verlange genug im Wald, ich habe viele Brennnesseln gesammelt und wenn ich zu Hause bin, erzähle ich euch was über die Inhaltsstoffe der Brennnessel, denn das ist ein Power-Ding, ehrlich, und widerstandsfähig ohne Ende. Nicht umsonst eine meiner Lieblingspflanzen, wenn nicht sogar meine Lieblingspflanze. Also bis gleich! Okay, auf der Suche nach Nadelbäumen habe ich wirklich einen gefunden hier. 2 Minuten später. Ja, 2 Minuten haben wir einen gefunden und natürlich auch direkt sofort Baumharz, das was ich gesucht habe. Also wir haben richtig Glück. So, wir sitzen jetzt hier bei unserem Lagerfeuer. Das ist eigentlich richtig schön, oder? Ja. Der Weg ist ganz schön steinig, wie man sieht. Aber es macht echt tierischen Spaß, hierher zu gehen. Runter ins Tal zu blicken und hoch auf die Spitze, auf der wir bald stehen. Jedes Mal, wenn ich mit dem in den Wald gehe, dann fängt es an zu schneien. Ja. Letztes Mal habe ich 4 Stunden nach Hause gebraucht. Brauche ich eigentlich nicht. Aber gut. Ne, meine Bushcraft-Survival-Sachen. Das war schon immer eine Leidenschaft von mir und ich habe gedacht, warum filme ich das nicht einfach mal? Problem ist, passt das auf meinen Kanal? Jetzt mit den ganzen Comedy, mit dem ganzen schwarzen Humor und Philosophie und bla. Und was mache ich eigentlich? Und das war immer ein Problem für mich, dass ich nie wusste, wie gehe ich damit um. Ich habe so viel auf meinem Kanal und dann habe ich wieder was rausgenommen und ach, das war ein Krampf. Ja, und weil ich so ein Depp bin, habe ich natürlich noch weitere Projekte. Zum Beispiel hier zeige ich euch mal ganz kurz meinen Warhammer-Kanal. Ja, dafür gucken wir einfach mal in unseren Kodex. Ich habe einen aktuellen, für mich jetzt gerade aktuell. Und wenn wir hier gucken, da sind die Intercessoren. Und natürlich mache ich seit 2007 auch Musik. Dort hat man eben mein Gentic-T-Shirt gesehen. Ja, das zeige ich euch auch nochmal ganz kurz. Und ihr kennt es vielleicht sogar aus einigen Intros. Gentic, Autocracy, New Album. Ja, dann gab es dann halt die nächsten Abonnenten, die halt Yggdrasil-Fans waren. Zusammen mit den Drachenlord-Hatern, mit den uralten Masken-Sortes-Fans und den, ich sag mal, Schergentum-Leuten aus der Zeit der Livestreams. Ja, die Hangouts, die ich ja damals sozusagen, ich würde sagen, ich war einer der ersten auf YouTube, der halt regelmäßig so Livestreams angeboten hat in der deutschen Szene. Ich kenne da keinen. Das ist ja ewig her. Ja, piff paff, Leute. Da sind wir. Wie versprochen, da ist er. Renners. Ja, da ist er. Boah, ey, schon wieder. Guck mal, es werden immer mehr Fruchtfliegen hier, ey. Warum regt denn der Drachenlord sich auf, wenn er Pizza kriegt? Verstehe ich gar nicht. Also ich habe nur gute Erfahrungen mit meinen Hatern. Wahrscheinlich liegt es daran, weil ich selber einer bin. Davor war es noch BlockTV, da habe ich live gestreamt. Dann kam YouNow, dann habe ich festgestellt, oh Gott, was ist YouNow? Das wurde ja dann übernommen von YouNow. BlockTV rippt, YouNow fick dich, denn ich bin gekommen. Seit diesem Tag sing ich den YouNow-Song und der geht. Da 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 Daumen, da 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 Daumen, da 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 Daumen. Ja, und das ist halt so die Geschichte, ne? So,
ganz früher noch mit Maske hatte ich sogar Kontakt, ist sogar auch online mit Alblali und bla bla bla, die mich danach nie erwähnt hatten, auch nur in einer Silbe. Da habe ich mich sehr aufgeregt, war eigentlich total nett. Wir haben zusammen Burger gegessen, waren in der Disco und da war noch Apple War Pictures dabei und Mr. Trashpack und Lord Abaddon und wie sie alle heißen. Und nicht einmal wurde ich gegrüßt, erwähnt, sonst irgendwas. Keine Unterstützung, kein gar nichts. Einfach nur einen Tag vollbracht, verbracht zusammen und das war's. Tschüss. Ja, fand ich natürlich, klar, ey, ich war ein kleiner YouTuber. Ich fand's schade, dass ich nicht erwähnt werde. Dann hatte ich ja noch mit Julians Blog was zu tun. Teamspeak geleitet, hier und da ein bisschen Artworks und so weiter. Und da kam auch kein Danke, da kam ein so, ich habe jetzt hier professionelle Leute, auf jeden Fall, tschüss, verpisst euch. Keine Ahnung, also fand ich auch sehr undankbar. Also bis jetzt meine Erfahrung mit großen YouTubern. Ich will jetzt nicht sagen, Alblali hat mich nicht erwähnt oder ich war mit Apple War Pictures verabredet, ja, mit TENZ. So, und die haben alle Leute da gegrüßt, außer mich. TENZ jetzt nicht, TENZ hat sich gut verhalten. Ich will jetzt nicht über Alblali reden, ja. Ich habe mich mit dem nicht verabredet, der war dann nur dabei. Nicht falsch verstehen. So, ich will jetzt hier auch nicht sagen, ich wurde nicht erwähnt. Aber ich fand es halt trotzdem schade. Ja, das hätte mit meinem Kanal echt geholfen zu diesem Zeitpunkt. Einmal, damit man es vielleicht noch ein bisschen besser versteht. TENZ hatte mich eingeladen zu einem YouTuber-Treffen. Also, dass ich natürlich dann auch als YouTuber dabei bin. Dann haben alle dort ein bisschen aufgenommen. Ich habe auch ein bisschen dokumentiert und so weiter. Ich wollte halt mein Gesicht nicht zeigen, weil ich halt noch maskiert war. Ja, und das fanden die dann wahrscheinlich auch nicht so toll, dass ich nicht drauf sein wollte. Ja, und dann haben die halt irgendwann alle erwähnt, sogar eine Katze oder so ein Quatsch, und mich nicht. Und dann habe ich TENZ das gesagt, dass ich das schade finde, ich hätte das gebrauchen können, ich war doch auch dabei. Und TENZ hatte dann auf seinem Kanal noch extra mich dann gegrüßt und so weiter und fand das dann auch von denen blöd, hat mit denen geredet. Aber naja, es ist natürlich dann ins Leere gelaufen. Da kam dann gar nichts mehr. So, jetzt einmal ganz kurz, dass ihr wisst, warum ich so ein bisschen enttäuscht war. Ja, es ist jetzt nicht so, dass, weiß nicht, dass ich die Rasierklinge raushole. So, und jetzt habe ich meinen Kanal, wie er ist. Mir macht das Spaß. Ich mache seit Ewigkeiten YouTube. Ich habe vor diesem Sortus TV-Kanal noch einen anderen gehabt. Da habe ich Comedy gemacht, ohne Maske. Ja, das war mein erstes Projekt. Das ist mein erstes YouTube-Video, was es auf dem Channel Brazen Side gibt. Viel Vergnügen. Moin Leute. Willkommen zu Brazen Side, der neuen YouTube-Show auf YouTube. Ja, ich bin Scott Sam vom Brazen Empire Records Label, Musiklabel. Wir machen Rap, Hip-Hop, allen Scheiß. Was weiß ich, Rock, Techno. Und, naja, ich habe mich dazu entschlossen, jetzt eine Show zu machen, da ich vor meiner Musikzeit auch schon viele Shows mit lustigen Videos hatte. Jetzt will ich zu diesem Thema zurückkehren, Videos drehen. Was ich versuche, ist, die geilsten Videos für euch zu drehen, die lustigsten überhaupt, dass ihr gut unterhalten werdet. Genau wie bei meiner Musik. Entertainment ist eben das Wichtigste. Oh Mann, cringe. Ja, aber das war so der Anfang. Wann war das? 2000? Ach, schlag mich tot. Hat auch gut geklappt. Kleine Community gab, keine Ahnung, 500, 600 Abonnenten. War ganz witzig, aber ich wollte halt irgendwie nicht auf Freunde angewiesen sein, weil die hatten so selten Zeit. Und das war ein Freundesprojekt. Also klar, ich habe es natürlich in die Welt gebracht und designt und bla, aber das war halt, dass man immer mit irgendjemandem was macht, nicht alleine. Und das hat mir dann irgendwann nicht gefallen und so habe ich mich dann entschieden, Sortus TV zu gründen. Ja, Terror TV, wie auch immer. Tja, und jetzt stehe ich vor der Frage, was möchte ich denn machen? Möchte ich jetzt unbedingt Drachenlord-Content machen, wie zum Beispiel Hagebuddene? Nein, möchte ich nicht. Denn ich möchte, weiß ich nicht, meine ganze Kreativität, die in mir ist, ich male, ich mache dieses ganze Bilddesign, also alles, was ihr seht, jede Grafik habe ich selbst gemacht. Jedes Video schneide ich natürlich auch selbst. Jede Idee kommt von mir und die ganzen Skills, die ich mir angeeignet habe, habe ich mir auch selbst angeeignet. Ja, klar, natürlich, Inspiration holt man sich. Ich bin jetzt ja, ich komme ja nicht von alleine auf die Idee, was weiß ich, Birkenblätter, dass man die essen kann. Ne? Natürlich, Rüdiger Neberg zum Beispiel ist eine große Inspiration. Es gibt so viele Inspirationen. Auf jeden Fall, das ist, ich sag mal, vergeudetes Potenzial, was ich habe, ne? Ohne jetzt irgendwie angeben zu wollen, das ist so das, was ich denke, so hey, du kannst so viel, du musst doch hier nicht über irgendeinen Typen reden,
der halt, ja, ich sag mal, seine Leute verarscht und da aufklären oder so. Die Dokumentarfilme sollen halt eher beweisen, ne? Und falls Rainer es sehen sollte, ist es eine kleine Lektion für ihn, wird er sich eh nicht angucken. Aber so, da hat man halt einen Sinn. Und wenn ich jetzt Yggdrasil mache, dann finde ich, ist das nachhaltig. Ja, das sind Sachen, auf die bin ich stolz. Auf Dokumentarfilm, ja klar, kann man auch drauf stolz sein irgendwie, weil es ist halt ein Stück deutsche YouTube-Geschichte geworden. Ne? Jetzt mal übertrieben gesagt, aber ist es ja auch irgendwie. Und gut, aber kann man auch in Frieden ruhen lassen und kann man sich mal angucken alle Jahre und ist lustig. Aber so Yggdrasil und sowas, und damit meine ich jetzt nicht eine Messervorstellung, damit meine ich wirklich so ein Brennnessel-Video oder vielleicht mal ein Rezept. So, das sind Sachen, wo ich sagen kann, ey, das bringt den Leuten da draußen ein bisschen mehr, als wenn ich jetzt ein Video über Rainer mache. Natürlich gucke ich mir auch ab und zu mal ein Drachenlord-Video an und denke, ach Gott, ey, warum denn nicht? Ne, das ist jetzt nicht, dass ich jetzt ein böser Mensch bin, der sich über den Drachenlord da lustig macht. Ja, irgendwie schon, ne? Aber das ist nicht meine Intention. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, so, ich will jetzt, damit es mir besser geht, Rainer gucken. Ne, das ist wirklich einfach nur Comedy. So, und traurige Comedy. Und da kommt einem auch manchmal die Galle hoch, dass man sagt, boah, was leistet dieser Mensch sich da? Da muss man, ich muss was sagen. Ne? So geht's nicht. Und so entsteht dann auch was. Jetzt werde ich angerufen. So, sorry, da bin ich wieder. Ich habe vielleicht jetzt den Faden ein bisschen verloren. Also wie gesagt, ich, klar, gucke mir ein Video an, reagiere natürlich darauf oder mache das dann blind, indem ihr mir was schickt und dann wird geguckt. So, wie gesagt, ich habe nichts dagegen, ein bisschen zu lachen, aber ich will jetzt wirklich nicht unbedingt der große Hater sein. Ich sehe mich auch nicht so, klar, man ist ein Hater. Ne? Jeder ist ein Hater, der Rainer nicht mag, automatisch bist du dann ein Hater. Aber ich will das jetzt nicht irgendwie so, dass ich sage, hey, willkommen auf meinem Kanal. Hier wird ein dicker Narzisst fertig gemacht. Nein, auf gar keinen Fall. Ne? Man kann zusammen Spaß haben, man kann Rainer überführen bei seinen Lügen. Ich denke, das habe ich getan. Ich habe genug Beweise gesammelt oder ich habe auch Videos gemacht, die Rainer gemacht hat, zum Beispiel sein Rasiervideo. Da habe ich einfach ein besseres gemacht. Sein Kochvideo, ich würde mal behaupten, da habe ich ein besseres gemacht. Um zu zeigen, guck mal Rainer, ich bin auch nur irgendein so ein Typ. Und wenn man es will, dann kann man es schaffen. Wenn man es will, Rainer, dann kann man es schaffen. Also hör auf, dich rauszureden. Du kannst das auch. Aber komm, lassen wir das Thema Rainer. Ja, ich möchte also in Zukunft mich am Riemen reißen, möchte euch zeigen, dass ihr als Zuschauer mir auch wichtig seid, dass ich mir Mühe gebe, um euch gute Qualität zu liefern. Darum habe ich mir jetzt überlegt, werde ich auf jeden Fall in der Richtung Yggdrasil mehr machen. Wird bestimmt auch mal noch ein Livestream kommen, wo man mal zusammen mal nochmal lacht über ein paar, ich sag mal, ne? Ein paar schöne Themen, sag ich mal, auch vielleicht mal den Rainer oder so. Ich will das jetzt natürlich nicht überreizen, aber dass man mal guckt, was ist denn da los oder mal hier guckt, da guckt. So wie man das halt von mir kennt, aber ich möchte es nicht als Hauptthema, das sage ich an dieser Stelle. Falls ihr mich abonniert habt, weil ihr denkt, boah, hier gibt's immer nur Matt, nein, das ist nicht so. Ich denke mal, das wissen die Leute, die auch mal öfter auf dem Kanal gucken, die wissen das, dass mal ab und zu was kommt, weil ich, ne, klar, ich bin ja der Schokumentarfilmmann und ich möchte ja auch die Leute nicht enttäuschen, die mich deshalb abonniert haben und die diesen Content halt lustig finden. So, aber wie gesagt, ich möchte halt auch irgendwas machen, wo ich ein bisschen noch mehr drauf stolz bin, als einfach nur Leute zum Lachen zu bringen wegen Rainer. So, ja, und vor allen Dingen, wenn ich Unterstützung bekomme, Mitglieder und so weiter, ich habe jetzt nur 3 Mitglieder, mein Gott, ne? Man hat mich jetzt letztens auch gefragt, ob ich meine Spendenden, wie ich das finde, dass andere das spenden an Tierorganisationen und bla, und ich denke mir so, ich habe 3 Mitglieder, was soll ich da jetzt großartig spenden? Ich bin sowas von inaktiv die ganze Zeit gewesen, nur weil ich ein paar Videos habe, die ein paar gute Klickzahlen haben, heißt das nicht, dass ich jetzt hier die 100 Euros hier bunker überall. Und außerdem sind die meisten Videos von Rainer gar nicht monetarisiert. Wenn ihr da Werbung seht, ist das wahrscheinlich von YouTube oder so. Muss ich auch mal einen Tag mich ransetzen und einmal gucken. Es ist ziemlich viel von mir nicht monetarisiert. Ja, egal. So, ja, in Zukunft möchte ich mich ranhalten. Ich möchte euch guten Content bieten, gute Qualität. Und ich hoffe, dass euch das ein bisschen freut, ja. Wenn ihr enttäuscht seid, weil ihr sagt, ich will einfach nur noch Rainer sehen, dann ja, müsst ihr mich leider, tut mir leid, aber müsst ihr mich deabonnieren, das wird es hier nicht geben, aber vielleicht ab und zu mal. So,
Ja, es werden auf jeden Fall jetzt Messervorstellungen kommen. Ich spoilere jetzt einfach mal für die Leute, die wirklich bis hierhin gucken. Es kommen 3 Messer, werde ich vorstellen. Das habe ich mir schon mal vorgenommen. Dann kommt der Raketenofen noch. Dann lasst euch mal überraschen. Ne? Eine Nachtaufnahme im Wald, was auch immer. Da kommen viele Sachen in der Richtung, Rezepte bestimmt auch noch mal ein paar. Und dann gucke ich, was ich sonst noch alles so zu bieten habe, worüber man vielleicht mal reden kann. Ich wollte meine Ausrüstung ja noch vorstellen, dass ich euch mal zeige, was ich so habe und was das so ungefähr kostet. Ich sag mal, da mache ich wahrscheinlich 2 Videos. Einmal die große Variante mit Luxus, ja, und einmal die minimalistischste Variante, wo ich sage, okay, du musst kein Geld haben, um, ich sag mal, Survival-Training auszuführen. Ich werde noch mich auf Fritz Meinecke's 7 vs. Wild beziehen, weil das die Leute echt gefreut hat, dass ich mich damit beschäftige. Ich gucke mir das ja meistens immer privat an und sage dann nichts dazu. Ja, da mache ich kein Video, weil ich mir dann so denke, ja, dann sagen die wieder alle Clickbait. Aber es ist mir komplett egal. Ihr habt da Bock drauf, ich habe da Bock drauf. Wir machen das einfach. Ich muss so langsam damit abschließen mit diesem, oh, ich will kein Clickbait machen. Oh, ich will kein Bla. Und nein, ich mache einfach. Ich mache einfach, wozu ich Bock habe. Und wenn dann einer meint, oh, du machst Clickbait, ja, dann ist das so. Dann mache ich halt Clickbait. Es ist mir scheißegal geworden. Ja, Warhammer. Ich habe noch einen anderen Kanal, da geht es um Warhammer und der ist jetzt natürlich ein bisschen ins Stocken geraten. Ist schade, da enttäusche ich vielleicht die Leute, aber ganz ehrlich, da wird jetzt bestimmt keiner weinen, weil ich keine Videos mache. Ich muss mal gucken, dass ich da auch ab und zu was hochlade. Natürlich, wie man sieht, ich habe noch was anderes zu tun. Ich habe noch eine Familie, ich habe ein Leben. Ich kann jetzt nicht hier so viele Projekte am Laufen haben, also das schaffe ich nicht. Deshalb habe ich mich entschieden für meinen Hauptkanal, den ich schon seit Ewigkeiten habe und immer wieder und wieder vernachlässige für manchmal Wochen oder Monate. Und das geht einfach nicht. Das ist unfair den Zuschauern gegenüber, die sich wirklich darauf freuen, dass was regelmäßig kommt. Ich habe mir vorgenommen, dass ich sage, dass ich bin noch nicht bereit dazu, aber dass jeden Samstag oder wann auch immer regelmäßig ein Video hochgeladen wird. Ob das jetzt ja Montag oder Samstag ist, ich werde das noch ankündigen. Ihr könnt ja hier bei den, wie heißt das, bei den Reels oder wie das hier heißt, gucken oder in den Community-Tab einfach auf meinem Kanal raufgehen und dann auf Community klicken. Da seht ihr dann die Beiträge. Da werde ich das wahrscheinlich dann auch nochmal machen. So, es wird noch ein Gewinnspiel geben. Ist auch im Livestream entstanden. War ein Spaß, weil Rainer ja seine Fliesen verschicken wollte, es aber natürlich wieder nicht gemacht hat, habe ich mir gedacht, weißt du was, ich zeige jetzt mir, wie das geht. Ich werde jetzt Schrott verschicken und den verschicke ich an euch. So, finde ich, ist eine lustige Aktion. Es haben wirklich viele Leute mitgemacht, finde ich echt toll. Finde ich lustig, dass ihr dafür zu haben seid, für diesen Spaß. Ja, und dann werden 5 Leute, habe ich glaube ich gesagt, werden was gewinnen. Wer dann gewinnt und so, das mache ich dann live, ne, in einem Zufallsgenerator und so weiter und so fort. Und dann gucken wir mal. So, was steht sonst noch an? Ich glaube, das war es erstmal soweit. Das ist ja auch genug, denke ich jetzt mal für einen Anfang. Ihr seht, ich bin aktiv, ich gebe mir da Mühe. Ja, ich hoffe, ihr könnt mich ein bisschen verstehen. Ich meine, der eine oder andere hartgesonnene sagt jetzt, ja, hier, ja, natürlich, wahrscheinlich wieder so 1-2 Trolle, die so ein bisschen mich aus Reserve locken wollen und so weiter. Ja, da lächle ich drüber. Ich bin selber lange Zeit ein Troll gewesen. Ich bin manchmal immer noch ein bisschen rumtrollen, aber ne, respektvoll, jetzt nicht hier unter der Gürtellinie, dass man dann halt irgendwie so ein bisschen was schreibt. Also ich kann ja auch Spaß ab, sonst würde ich kein YouTube machen. Ne? Ich kann auch abgetrollt zu werden. Das, ich weiß gar nicht, wie viele Phasen ich schon hatte, wo das Trolling die Überhand auf dem Kanal oder sonst wo gewonnen hat. Das ist mir mittlerweile sowas von egal. Also solange das im Rahmen bleibt, ist das ja auch völlig in Ordnung. Und ich meine, jeder, der sich irgendwie so ein bisschen in die Öffentlichkeit begibt, der muss das abkönnen. Das ist halt einfach so. Wenn jetzt kein einziger auf meinem Kanal mehr schreiben würde, dass ich gute Sachen mache, wenn jeder sich beschweren würde, dass die Qualität nachlässt, etc. pp., dann muss ich entweder dazu stehen, ein Statement abgeben, das finde ich, bin ich den Leuten schuldig, die mich auch supporten und meine Qualität verbessern oder aufhören, ne? Mich löschen. So, und nur, dass ihr mal wisst, wie meine Einstellung im Kopf ist, ich habe auch hohe Ansprüche an mich selbst. Ich möchte nicht einfach nur jede Woche einen Livestream raushauen und da irgendwas gucken. Das ist für mich nicht großartig Arbeit. Außer, wenn ich jetzt in dem Livestream viel erzähle, viele eigene Ideen und dann schon Arbeit irgendwie indirekt, ne, kann man so sagen, ist ja schon Mühe, wenn man da irgendwie 2 Stunden sitzt und labert. Aber das ist für mich nicht das, wo ich sage, boah, da habe ich jetzt was geleistet. Ne? So will ich das auf gar keinen Fall verkaufen. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, jetzt einfach gut zu produzieren,
vorzuproduzieren und die Sachen dann zeitgemäß per Plan hochzuladen. Wie gesagt, wenn euch das wirklich interessiert und ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, guckt einfach im Community-Tab. Ich werde den jetzt öfter nutzen. Und wenn ihr euch einfach überraschen lassen wollt, ist in Ordnung. Achtet bitte darauf, dass ihr, wie auch immer, diese Glocke da aktiviert oder sonstige Aktivitäten da. Muss alles aktiv sein, weil die Leute schreiben immer, ich kriege nichts mit. Und ist echt schade, wenn ich Videos mache und keiner sieht sie. Ne? Das ist dann immer ein bisschen traurig. Ne? Ja, und übrigens vielen Dank nochmal für die ganze Unterstützung in der letzten Zeit, jetzt seitdem ich wieder aktiv bin. Es hat mich wirklich gefreut und aufgebaut, eure Kommentare auch, wirklich. Das hat mich geboostet, dass ich mir einfach viel mehr Gedanken gemacht habe. Das hat mir wirklich geholfen. Ne? Dass ich auch sehe, hey, die Leute haben Bock drauf, die Leute wollen das auch sehen. Das ist nicht nur, dass die jetzt, keine Ahnung, plumpen Livestream wollen. Also finde ich sehr gut. Ja, und nochmal eine Nachricht an Fritz Meinecke, die Meinecke nicht sehen wird, weil ich packe es nicht in die Videobeschreibung. Ich möchte das jetzt nicht clickbaiten, das ist einfach nur für meine Community. Fritz Meinecke hat mir geholfen, ohne mir zu helfen. Ich habe nämlich Fritz Meinecke, habe ich eine Sprachnachricht geschickt. Und dann habe ich mir, nachdem ich die abgesendet habe, gedacht, wie findet der wohl meinen Kanal? Aber ich bin selber nochmal draufgegangen, habe so geguckt. Und das hat mich inspiriert, weil ich denke, Fritz Meinecke würde sagen, ey, ich bin jetzt mal so arrogant. Hey, du hast Talent, ne? Ist gut. Mach einfach so weiter. Mach die Videos, auf die du stolz bist. Und die Zuschauer kommen von alleine, wenn die Videos gut sind. Ne, ich weiß, das hört sich jetzt total seltsam hier alles an, aber das ist mir so in den Sinn gekommen und dann dachte ich mir so, Moment, warum muss ich denn jetzt überhaupt über Fritz Meinecke und so nachdenken? Auf die Idee hätte ich doch mal selber kommen können, ne? Dass ich mir einfach mal meinen Kanal angucke, als wäre ich eine fremde Person. Wie würde ich das finden? Ne? Weil bis jetzt habe ich immer produziert, wozu ich Lust hatte. Und wie gesagt, ich habe jetzt die Thumbnails, habe ich jetzt nochmal komplett neu gemacht, dass ich verschiedene Thumbnails habe. Ich werde die Intros werde ich nochmal ein bisschen editieren. Und. Also bald wird der Punkt kommen, wo dann alles im neuen Design ist, im neuen Anzug, in neuer Verkleidung, wie auch immer. Ich habe einen Faden verloren. Ja, das war dann dieser Vlog hier. Ich hoffe, wie gesagt, dass ihr da auf meiner Seite seid und euch ein bisschen freut. Ja, und wenn nicht, ja, tut mir leid, dass ich euch da enttäusche. Dann kann ich es auch leider nicht ändern. Ich habe mich für diesen Weg entschieden. Ich werde ihn jetzt gehen. Und ja, dann sage ich mal, im Yggdrasil-Schema nutzt die Sonne. Wir haben nur eine.